erste Voraussetzung für diese wunderbare Veranstaltung vom Hamburger Weg. Free Kick, glaube ich, nennt sich das. Erzähl mal, heute ist der letzte Tag. Heute ist der letzte Tag dieses Ferienprogramms des Hamburger Wegs, Free Kick. Das Event fand jeden Dienstag in den Ferien statt, in unterschiedlichsten Stadtteilen in Hamburg. Wetter hat immer mitgespielt, aber da fand das ein oder andere Turnier auch auf Asphalt statt. Timo, erzähl doch noch mal etwas über euer Care Energy Mobil. Der Strom wird generiert. Wie? Das Mobil ist von uns zur Verfügung gestellt worden für den Hamburger Weg, für dieses Event. Aufgrund dessen, dass gesagt wurde, wir sind auf verschiedensten Plätzen, da haben wir keinen Stromanschluss. Wir wollen aber unbedingt, um auch ein bisschen Spaß für die Kids zu bieten, Musik haben. Wir wollen die verschiedenen Mannschaften ansagen können, brauchen dafür eine Soundanlage und dafür wird natürlich auch Energie, Strom gebraucht. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir stellen ein energieautarkes Fahrzeug zur Verfügung. Da liegen drei Photovoltaikmodule oben drauf, drin sind Speicher, sodass hier Sound, Musik, Sprech, Ansagen, Moderator, alles supported werden kann und jeder was hören kann. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen mit den Kindern sprechen dürfen. Sie sind wirklich alle total glücklich. Wie läuft's heute? Also man muss sagen, heute ist nun mal das Highlight. Wir sind ja die ganzen anderen Wochen immer direkt in den Brennpunktgebieten drin gewesen und haben die Jungs mit lauter Musik rausgeholt. Diesmal war es so, dass die hier hingekommen sind alle und wir freuen uns über die tolle Location, freuen uns über das tolle Wetter und ganz besonders, dass alle mega glücklich sind. Und wir sind's auch. Wie kamt ihr überhaupt dazu, dieses tolle Event ins Leben zu rufen? Ich war als Spieler damals, war ich mal bei einer Veranstaltung der Saga, das war in so einem Brennpunktgebiet und habe gemerkt, dass die Kids einfach egal welche Herkunft sie sind, da wahnsinnig Spaß dran haben und das total gerne machen und ich glaube jetzt als Mitarbeiter einer Stiftung gibt es nichts Besseres, als was mehr zeigt. Wir sind ein Fußballverein so, und das ist unsere Kernkompetenz neben allem anderen, dass wir uns um Kinder kümmern wollen und wo haben die Leute am meisten Spaß dran? Fußball spielen und ich glaube die Kinder, die stellen das eindrucksvoll unter Beweis hin. Der Hamburger Weg allgemein, was bedeutet der für dich? Also das ist eine ganz gute Sache, die schon mal diese Idee im Verein jemand hatte. Und ich glaube, das ist für den Verein und für die ganze Hamburg, ne? Insbesondere für die Kinder, das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil immer aktiv sind. Und viele Kinder, die heute da, hier sind, können vielleicht nicht in Urlaub fahren. Und deswegen ist es eine gute Sache, dass heute hier in diesem Event dabei sind. Ja, das ist meine Meinung. Seid ihr feiern? Ja. Gefällt's euch? Ja. Habt ihr schon Tore geschossen? Ja, viele. Du? Ich habe einen vom Mittelfeld geschossen. Wow. Von wann bis wann geht das? Also welche Kinder konnten sich anmelden? Das war ich glaube frei. Weil es eine Anlaufstelle ist, natürlich so, dass man, ich glaube, das ist so ab, ich denke mal so 6, 7 Jahren zum Fußballspielen, weil es geht ja schon ein bisschen zur Sache hier, aber nach oben hin sind wir da flexibel, weil es auch keine Ausgrenzung gibt hier, sondern zusammen spielen und ich habe den Jungs auch schon erzählt, die dann im ersten Moment so enttäuscht waren, auch gegen Ältere und ich sage, ja, so kann man sich am besten durchbeißen, so ist es im Leben und das habe ich früher auch immer gemacht und schon war die Stimmung eine bessere und gab auch gleich einen Unentschieden. Marcel sagt ja auch gerade, man braucht ein paar Herausforderungen, um dann gewappnet zu sein. Dir hat's gefallen, oder? Ja, na klar.